Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni 2 Part 39. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in der letzten Episode mehr oder weniger erfahren, dass Roland ein Verräter ist. Und sind dann aus Minapolis verbannt worden und spielen jetzt mit ihm weiter. Sind hier nach Katzbucke gegangen, um Rato Leon hier ein Angebot zu machen. Der will uns allerdings erst testen, also unsere Entschlossenheit, und deswegen sollen wir ins Verlies gehen und uns da einer Prüfung unterziehen. Und ich bin gespannt, was es ist. Ich habe in der letzten Episode gesagt, ich glaube, dass hier das Kindermädchen von Evan vielleicht doch nicht tot ist, nach der wir unser Land benannt haben. Und ja, mal gucken, was wir mit der machen sollen, falls das überhaupt stimmt. Und wenn nicht, mal sehen, was es ist. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass Roland gar kein Verräter ist, sondern nur irgendwie dieses Land infiltriert, um uns vielleicht den Einfall leichter zu machen, beziehungsweise die Rückeroberung. Aber ich bin gespannt. Oh, ist jemand anders. Aus unserem Land. Oder? Wer ist das? Master Roland. Bist du das, Roland? Ach, Pierre. You. Oh, du. Aye, that I am. Kumbish is the name. Ich bin froh, dich zu sehen. This gentleman was apprehended after being observed behaving suspiciously in our airspace. It is our belief that he is a spy. Curse you, you devils. Didn't I say already? I was looking for Master Roland. For me? Forgive me, Your Honor. Seems I made a blunder. You sure did. And why am I not surprised? Now, Mr. Crane, to our test. Let us... Dispatching one of your former allies should provide us with adequate proof that you are ready to serve a new master. No, no. Listen here, you rat-faced swab, you. You rat-faced. Is something the matter? Surely you are capable of such a straightforward show of commitment. Yeah. Or could it be that we have an imposter in our... Don't get ahead of yourself. Let's just say I prefer to use my own methods. Tja, Pierre. Der Franzosenname war unangebracht, mein Freund. We're shipmates. You can't just... Sorry. It's nothing personal. We're just in the wrong place at the wrong time. Ah! Curse you for the traitor you are! Wahrscheinlich nur Betäubungskugeln. Well, happy now? Happy enough. Diese Übersetzung ist schlecht. Wer immer diese Übersetzung gemacht hat, wo habe ich die Spielhülle? Blu-ray, Cryware, DTS, Level 5, Bandai Namco. Wer immer die Übersetzung von diesem Spiel ins Deutsch gemacht hat, ist die totale Flasche und ihr solltet nie wieder mit dieser Person zusammenarbeiten. Nie wieder und auch niemand anders jemals sonst. Gott im Himmel, selbst eine Laie wie ich kann das alles besser übersetzen. Egal, Entschuldigung, Aufreger vorbei. Roland ist schon eine ganze Weile weg. Oder ob er vielleicht gar nicht wieder zurückkommt. Yeah. Pierre ist auch verschollen, hoffentlich ist ihm nichts Schlimmes passiert. Hey Boss, wollen wir Roland nicht doch selbst suchen gehen? Wozu? Er hat uns von sich aus den Rücken gekehrt. Verkehrt, habe ich eben gelesen, wegen dem Verräter unten. Was wollen wir mit so einem Verräter? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Roland uns hintergehen würde. Kann ich auch nicht. Und das, obwohl ich eigentlich jemand bin, der nicht leichtgläubig ist oder so. Er muss irgendwas geplant haben. Was denkst du, Cecilius? Wir haben nichts mehr mit ihm zu tun. Es ist sinnlos, Gedanken an ihn zu verschwenden. Oh, ein geradliniger Typ. Im Übrigen gibt es Wichtigeres zu tun, als einen Verräter nachzutrauen. Ihr solltet euch
euren königlichen Pflichten widmen, Majestät. What? Dass sogar du so etwas sagst. What? Was ist denn nur mit euch los? Bis vor kurzem war Roland doch noch ein guter Freund. So viel zu meinem Bericht. Damit sind die Widerständler der Miets fürs Erste ruhig gestellt. Sagenhaft, wie du innerhalb weniger Tage solche Ergebnisse erzielst. Hervorragende Arbeit, es war die richtige Entscheidung, dich herzuholen. Ich hätte da noch eine Frage. Sagt dir das königliche Siegel etwas? Du meinst das Abzeichen, das seit Generationen in der Königsfamilie weitergereicht wird? Ich habe gehört, dass so etwas wie der Schlüssel zu wichtigen Einrichtungen hier in Katzbuckel sei. Ganz recht, es handelt sich um einen Anhänger mit einem Juwel, das rot wie das Feuer glüht. Man benötigt es auch für den Zutritt zur Wächterstätte dieses Landes. Mit anderen Worten, du willst es haben. Fihihi, du bringst es auf den Punkt. Wir haben das gesamte Schloss abgesucht, aber ohne Erfolg. Es ist sehr gut möglich, dass es sich nicht hier befindet. Evan hatte diesen Anhänger in der Tat bei sich. Ihn zu stehlen wird nicht leicht. Dafür ist eine sorgfältige Vorbereitung nötig. Es wird also etwas dauern. Aber keine Sorge, du kannst dich auf mich verlassen. Warum kann ich bei Ni no Kuni nicht lesen, Mann? Das will ich hoffen. Nur du alleine kannst diesen Auftrag erledigen. Enttäusch mich nicht. Minister, gibt es sonst irgendwelche Anliegen? Ich könnte ein paar kleinere Dinge übernehmen. Wenn das so ist, könntest du den Kommandanten der dritten Abteilung über den geänderten Beginn des Kriegsrats informieren? Sure. Verstanden, ich kümmere mich sofort darum. Alright. Dann kümmern wir uns mal schnell drum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Traitor ist. Der hatte bestimmt Betäubungskugeln oder so verwendet, um den mit dem Franzosennamen anzuschießen. Manometer. Das nenne ich aber vielleicht mal einen Unterschied, ne? Diese Torwache. Hämftling und er hat ein paar Rattensnacks mehr, wie es aussieht. Manometer, waren da Anabolika drin, mein Freund. Kerle. Oh, wenn das nicht Roland ist. Du sollst ja ziemlich aktiv sein dafür, dass du noch gar nicht so lange hier bist. Was führt dich zu mir? Das sollte ich dir mitteilen. Eine Änderung der Sitzungszeiten, also gut zu wissen. Und da ist noch etwas. Eine dringende Änderung, was die heutige Wachposition im Schloss betrifft. Alle Wachen der West- und Ostflügel sollen heute Nacht zu den Außenposten stoßen. Oh, die Überwachung des Außenbereichs in der Nacht soll verstärkt werden? Keine Ahnung warum, aber es wird sicher seine Gründe haben. Bitte informiert die eingeteilten Wachen darüber. Seht ihr? Selbstredend, auf mich kannst du dich verlassen. Ist sie doch, die Anabolika-Ratte. Jetzt lässt er bestimmt Pierre frei. Sehr gut, niemand hier. Na, hier hat doch alles angefangen. Es war einfacher als gedacht. Irgendwie zu einfach, wenn ich mir das so recht überlege. Bin gespannt. Hier hat damals alles angefangen, ganz genau.
Oder er hat ihn doch gekillt. Oh, naja. Opfer muss man bringen. Es ist verschlossen, wie ich erwartet hatte. Dann ist wohl keine Zeit für meinen kleinen Kameraden hier. Achso, dann ist es wohl an der Zeit. Das ist ein cooles Ding. Was will er da? Will er zurück in seine Welt? Das zittrige Würmchen öffnete dir die Tür und kriecht nun mit einem zufriedenen Lächeln davon. Was es hier nicht alles gibt, ja. Dann sehen wir uns mal um. Wo könnte das königliche Siegel sein? Hat Evan es doch nicht. Ein Rätsel. Ja. Das Schiff ist bald fertig. Eine neue Reise, ein neues Abenteuer. Bin gespannt, was uns erwartet. Aha. Ja, als nächstes steht das Abkommen mit Quastenfloss an. Aber wir sollten auch darüber hinaus unsere Schritte bereits planen. Ah, das ist die Vergangenheit. Besonders, was unsere speziellen Freunde in Katzbuckel betrifft. Es wird immer noch streng bewacht. An den Grenzen sind überall Wachen auf Patrouille. Stimmt, wobei wir über den Königsweg vielleicht unbemerkt in die Stadt eindringen könnten. Huh? Königsweg? Davon höre ich zum ersten Mal. Damit wäre doch unser Problem gelöst, oder nicht? Hm. Nicht ganz. Um diesen Schleichweg zu benutzen, brauchen wir das königliche Siegel. Huh. Ein Siegel? Es ist der Anhänger, der sich seit Generationen in der Königsfamilie befindet und der einem Zugang zu allen wichtigen Einrichtungen verschafft. Einen solch bedeutenden Gegenstand für Katzbuckel möchte Ratolian bestimmt auch in seine Pfoten kriegen. In die Pfoten kriegen. Nach Vaters Tod habe ich es geerbt, aber... Du hast es nicht hier? Und wo ist dieses Siegeldings? In einem Geheimraum in meinem Zimmer in Katzbuckel. Im Notfall... hätte ich dort Schutz suchen und falls nötig mit dem Siegel fliehen sollen. Also hast du es dort vergessen? Das lag wohl daran, dass ich plötzlich aufgetaucht bin. Die ganze Situation damals war ziemlich chaotisch. Von dem Geheimraum wissen nur die Mitglieder der Königsfamilie und es ist unwahrscheinlich, dass Ratolian ihn entdeckt. Man kann ihn nur öffnen, wenn man einen kleinen Schalter an der Statue in der Ecke des Zimmers betätigt. Aber das zu wissen hilft auch nicht weiter, denn ohne das Siegel kommen wir ja gar nicht erst nach Katzbuckel, geschweige denn ins Schloss. Hm. Stimmt auch wieder. Mach die Tür hinter dir zu, Junge, und verschließ sie wieder. Ein Schalter an der Statue in der Ecke, meint Evan. Oh Gott, du wirst bestimmt erwischt. Dummkopf. Mach's zu. Oh, das ist tatsächlich der erste Wächter, den wir nicht verlieren. Da ist der Schalter zum Geheimraum. Und wieder so ein filmreifer Mechanismus. Wenn es um Geheimtüren geht, lassen Sie sich hier nicht lumpen. Oh nein, mach doch die Tür zu. Jeder würde die Tür zumachen. Das nenne ich mal ein Geheimversteck. Ob das Siegel in der Truhe ist? Ja, was denn sonst? Das muss Evans Ausrüstung für Notfälle sein. Es kann nicht schaden, sie mitzunehmen. Oh. Und außerdem habe ich dich. Du erhältst das königliche Siegel. Das muss das königliche Siegel sein. Allerdings sollte es laut Ratolian rot sein. Ah, natürlich. Das war ein Trick, um mich zu entlarven. Er hat mir wohl von Anfang an nicht vertraut. Oder er hat mich benutzt um diesen Ort. Hey, was treibst du da? Just looking for something. Ich habe hier nur was vergessen, ja. Something very special indeed. The Mark of Kings. So it was hidden here all along. And hidden very well. Believe me. Say we searched long and hard. I am disappointed in you. To deceive one's professed master is
All's fair in love and war. Isn't that what they say? Indeed it is. I am so very glad not to have believed you for a moment. Now, if you would be so kind as to hand over the mark. I don't think so. This belongs to the king. My king. Of course, if you'll sign the declaration, I'll be happy to make you a trade. You speak of your pathetic union. Though I hardly think you are in any position to bargain. Not interested, huh? Well, let me know if you change your mind. Ha! To send a spy was most cunning. I must confess I had not thought your young protege capable of such subterfuge. Well, he's not about to poison his rivals or anything, but he's coming along. Very droll. But you of all people, surely it had to be done. And I would do it again in a heartbeat. I'm sure you would. For too long, our kind have suffered at the hands of the Grimalkin. My dream is a simple one. To see our feline oppressors prostrate themselves at our feet. Revenge, in other words. Oh, call it what you will. It matters not. I have achieved my aim. Tell me something. If your kind were so downtrodden, how exactly did you wind up becoming King Leonard's chancellor? Ha! He used me! I was the unwitting tool of my persecutor. A puppet chosen to make my people more compliant. Whatever helps you sleep at night. I am tired of listening to this man. We should kill him, here and now. Very well. Men, forward! Well, here goes nothing. That's right. Come and get me. Eine Sonnenbrille. Wie geil. Schön gemacht, Roland. Ich sollte mich schleunigst aus dem Staub machen, aber vorher gibt es noch was zu erledigen. Pierre mitnehmen, passt auf. Hat ihn natürlich nicht umgebracht. Ich sollte Konfrontation mit den Soldaten möglichst vermeiden. Die Knuffis! Schwuppdiwupps, dann. Wow, ich sollte Konfrontation mit den Soldaten vermeiden, ne? Dann gibt's nur einen Weg, wo Soldaten stehen. Na, drehen die sich auch mal um. Das war leichter als gedacht. Ugh!
Alter, warum ist der nicht so stark, wenn er für mich spielt? Nicht schlecht. Die Schwerttechnik war richtig fett. Falsche Taste. Nichts. Na doch. Haben wir nicht was Besseres gefunden? Nein, das Ding ist sogar schlechter. Also haben wir ihm wirklich vor langer Zeit was richtig Gutes hergestellt hier. Na gut, auf geht's. Ah, die heilen mich gerade schon. Okay, sehr gut. Bing, 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 bing. Einfach abgeknallt den Pisser. Wie schnell das Ding schießt. Respekt. Ist schön, dass zur Abwechslung auch mal ein Plan klappt, ne? Alrighty. This is where you come in. And off you go. Remy. Als Wecker. Mörder. Hey, immer mit der Ruhe. Für einen Ermordeten geht es dir doch erstaunlich gut, oder? Ah, stimmt auch wieder. Ich habe dich lediglich mit einer Lazaruskugel getroffen. Sie hat dich in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Was? Warum hast du? Für Erklärung haben wir später noch genug Zeit. Hier, jetzt nimm erstmal das hier. Gibt's Pierre einen Froscharmin? Keine Panik, in 10 Minuten verwandelst du dich zurück. Jetzt ich, mein erstes und hoffentlich letztes Mal als Frosch. Richtig cool gemacht. Hier ist er auch nicht. Roland, dieser Halunke. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Excuse me. Cecilius, meinst du nicht, dass es langsam Zeit wird, dass du uns die Wahrheit sagst? Well. Ihr habt das also gemerkt? Yes. Ja, hätte Roland wirklich vorgehabt, uns zu verraten, hätte er sich doch um einiges geschickter angestellt. Er hat sich viel zu leichtfertig verhalten. Wohl wahr, es war recht leicht zu durchschauen, was? Moment mal, was soll das heißen? Eine Täuschung ist nur gut, wenn sie selbst einen Freund überzeugt. Rolands Verrat war nur gespielt, nichts davon entspricht der Wahrheit. Ach so, war keine Frage. Wie? Das war also alles Teil eines Plans? So ist es. Nach unserer Rückkehr aus Mechbaum habe ich überall im Schloss Kontrollaugen bemerkt. Damit kann man auf magische Weise einen bestimmten Ort aus der Ferne beobachten. Königin Nereidas Augenzauber funktioniert ähnlich, deswegen sind sie mir sofort aufgefallen. Ich habe Roland informiert, bei unseren Nachforschungen konnten wir keinen Spion aus Katzbuckel ausfindig machen.
Es war Rolands Idee, die Kontrollaugen nicht zu zerstören und sie stattdessen zu unserem Vorteil zu nutzen. Damit der Spion davon erfährt, haben wir im Blickfeld der Augen vorgegeben, dass Roland seine Freunde verrät. Es war auch Teil des Plans, dass einer von uns ihn dabei entdeckt. Unser Treffpunkt lag nicht zufällig auf der Route der Nachtwache. Und der Rest ist euch bereits bekannt. Es kam zur Eskalation und Roland wurde des Landes verwiesen. Wir haben gehofft, dass der Spion über die Kontrollaugen alles mitbekommt und ihn verfolgt. Übrigens, Zoran, der verdächtige Kerl in der Robe, den du gesehen hast, war ich selbst. Deine Überreaktion darauf war erhofft und ein überaus wichtiger Teil unseres Plans. Wie bitte? Ihr habt mich betrogen und ausgenutzt? Ja, du dummer Pirat. So ist es. Aber tief im Herzen hast du doch stets an Rolands Loyalität geglaubt. Habe ich nicht recht? Mir kannst du nichts vormachen. Ich weiß, dass du deine Crew mit der Suche nach ihm beauftragt hast. Also befindet sich Roland gerade in geheimer Mission in Katzbuckel. Aber was will er dort allein erreichen? Lass mich es dir erklären. Roland! Ja, machen wir hier einen Cut und hören uns dann an, was Roland zu sagen hat in der nächsten Episode, die wir gleich hinten dran drehen. Aber wenn jetzt noch irgendwas Längeres kommt, überziehen wir wieder ohne Ende. Deswegen danke fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich über Däumchen nach oben und über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns in Episode 40.